Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Wir sind ja in der dritten Monolith ja, Zeitzone. Ja, All of the Outcasts ist das erste, Stonelands ist das zweite, Blood, Frost and Death. Und hier haben wir in einem Livestream noch ja, die zwei ersten Quests gemacht. Jetzt müssen wir noch die dritte Quest machen und das ist ein Boss. Und ich bin jetzt während dem einfach Grinden, bin ich jetzt hier hochgegangen. Wir waren ungefähr, weiß nicht, waren ungefähr hier und bin jetzt einfach noch ja, bisschen weiter gegangen. Habe noch ein paar Sachen gefunden. Ich habe es jetzt nicht dabei. Haben wir eine Kiste? Nein, wir haben leider nicht eine Kiste. Ich zeige es später, wenn wir fertig sind. Ich hoffe, der Boss ist nicht zu schwer, weil ich bekomme da ein Item über Handschuhe sind es, glaube ich. Und wenn ich die Handschuhe habe, kann ich einen neuen Bait anfangen. Ich werde ihn dann mal groß spielen. Also ich werde die Kampagne machen und dann werden wir einfach weitermachen mit dem anderen Bait. Weil der ist scheinbar mit Frostbite und mit Cleave, oder wie das heißt, das Kill, halt ein bisschen stärker. Ist, glaube ich, aber auch ein Schamane. Das ist gar nicht so genau. Okay, hier ist der Boss und der macht ja ein paar Blitzkills. Ich hoffe, er ist nicht zu stark. Also, sind zwei Boss, okay. Formosis, der Unsterbliche. Okay. Leider sind da die Krähen. Oh Gott. Kann die jetzt gerade nicht wiederbeleben, sonst sterbe ich. Komm. Oh Gott. Ja, der eine heilt sich immer wieder scheinbar. Okay, gehen wir mal auf den los. Oh, das ist ein starker Angriff. Wow. Okay, die Krähe ist wieder tot. Ich glaube, ich sollte mich lieber ein bisschen fernhalten von den Minions. Die sollen ruhig sterben, habe ich mir das Gefühl. Und der eine, ja, entweder heilt er sich oder kann man mit dem reden, ne? Ich glaube, einer heilt sich immer wieder. Okay, was passiert jetzt? Die Bosse sind manchmal ein bisschen zu schnell. Man steht sie nicht so schnell. Also der eine hat sich wieder geheilt und der andere ist gestorben. Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht, wo der andere liegt. Und wieder die Post am Klingeln. So, jetzt haben wir beide wieder. Weil die geben halt Heilung. Ah, der ist wieder da. Okay. Er ist wieder da. Er ist wahrscheinlich gestorben und jetzt ist er wiederbelebt worden oder so. Aber er ist wieder da. Okay, ich muss halt viel mehr von diesen Dornen-Totems platzieren. Ich bekomme gerade sehr viel Schaden. Okay. Weiter. Jetzt der andere ist wieder tot. Ich muss wahrscheinlich auf den anderen gehen. Ich muss auf den Magier gehen. Der andere belebt sich wahrscheinlich immer wieder. Also ich gehe jetzt einfach auf ihn, setze die Totems bei ihm. Aber die Dinger sterben halt zu viel. Also ja. Die sind halt dumm, die Beschwörungen. Die laufen halt in seine guten Attacken, die ich gut ausweichen kann, aber die Gegner, die Minions können das nicht gut ausweichen. Deshalb sterben die Minions recht schnell. Okay, er ist bald down. Er wird jetzt bald down sein. Ich tue jetzt mal all meine Mana aufbauen. Dann wird er hoffentlich bald down sein. Ja, er bleibt. Die Minions bleiben halt einfach in seinen komischen Teilen hier feststecken. Die gehen nicht raus. Ja, er ist zum Beispiel gestorben, weil er da drin steckte. Ja, das ist nicht so schlimm, aber ich habe sie geschafft. Und die Glows sind unser. Ja, Frostbite und Hit, das brauchte ich. Sehr schön, aber wir werden jetzt diesen Part natürlich noch diesen. Oh, ein Legendary Potential. Okay. Also er ist noch am Leben, die Krähe muss ich selber nochmals beschwören. Gut. Okay, Critical Multiplayer und. Also ich nehme den einfach mal. Ist aber nicht stark, also. Ich werde ihn wahrscheinlich nie verwenden.
Okay. Haben wir wieder den Bug, dass der Lootfader, ja, der Lootfader ist ständig aus, wenn man das Game löscht. Also das ist momentan ein Bug, scheinbar. Ich will den Lootfader natürlich behalten. Hier habe ich die, glaube ich, Blood Clans geholfen und jetzt muss ich den Frostbrand Chieftain wieder befreien, weil wir den irgendwie angegriffen haben. Und jetzt haben wir Scepter Drop, ist ziemlich gut, Bogen Drop ist nicht gut. 200 Stuff ist, glaube ich, am besten. Ich glaube, Scepter haben nicht so viel Magie, also ich will lieber zwei. Scepter sind ja eigentlich die Wands in diesem Spiel. Also eigentlich ist Scepter besser. Ich schaue mal kurz ein Bild. Nicht, dass ich da noch Wands habe. Das verstehe ich immer noch nicht so richtig. Ich muss nur den Ding finden. Weil Scepter sind halt schon viel stärker. Nein, es ist ein Schwert. Ah nein, das ist der neue Bild. Ich muss. Lass der Poch T. Ja, hier der T-Bild. Ah, wieso habe ich den neuen Bild schon vorne? Ach komm schon, lade doch, du scheiß Part of. Lass der Poch Tools.com Bilder. Genau. Wir haben Wands, also es gibt auch Wands, deshalb nehmen wir Stuff. So, weil Scepter ist es nicht. So, und da können wir eine andere noch, also zwei andere noch wählen, die wir noch blockiert haben. Okay. Also jetzt ist klar, es gibt Wands. Ich dachte eben, was hat denn der Necromancer, der hat Wands. So, und als nächstes müssen wir dann. Ja, stimmt, das ist falsch, also. Ich muss eigentlich nach Reign of Dragons, aber wieso ist das? Das ist doch nicht das Level 80 Gebiet. Wieso steht das eigentlich davor nicht? Man sieht nicht, was das für ein Level ist. Ich dachte, ich nehme das höhere, deshalb den Blood Clan und dann bekomme ich das hier. Scheinbar muss ich jetzt das nochmals machen, damit ich das Richtige bekomme. Oder wir leveln jetzt zuerst mal dort ein bisschen. Da bekommen wir auch bessere Items. Und dann machen wir einfach das andere nochmals. Also ich finde das eine völlige Frechheit. Weil ich wollte das Richtige auswählen und habe das Falsche bekommen. Na gut. Eben weil es das höherlevelige ist, habe ich jetzt das höherlevelige. Das ist, glaube ich, Level 80 oder 85. Auf jeden Fall, ja, schon viel schwerer. Also 10 Level schwerer als das vorherige. Und wir sind, glaube ich, 73. Also wir können gut leveln. So, ich gehe, glaube ich, nach unten. Ich habe das Gefühl. Er hat immer Defensive. Ich gehe auf jeden Fall nach Süden jetzt dieses Mal. Ich gehe sonst nach Norden. Und in Norden hat es irgendwie gar nicht so gut. Ja, Zurücksetzer, Korruption, Teile. Ja. Muss endlich mal eine deutsche Version rauskommen, dann verstehe ich das ein bisschen besser. Ja, ich lerne schon die ganze Zeit, seit mehreren Jahren eigentlich Englisch und Englisch ist halt so kompliziert. Da gibt es immer neue Wörter, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber auch Grammatik ist im Englischen so schwer. Damage over time mit Äxten, okay. Ich meine, einfach so Sachen wie Monolith oder so, das kenne ich halt nicht. In Games hat man immer wieder neue Wörter auf Englisch. Okay, auf Deutsch natürlich auch. Aber da ist es nicht so schlimm, oder? Auch so, ja. Vor ungefähr so 10 Jahren war ja dieses Rage und so neu oder das Instanz oder so. Also Instanz ist ja gut zu übersetzen, Instanzen, aber das hat man im Deutschen eigentlich zum Beispiel auch gar nie. Also ich finde irgendwie Englisch hat mega schwer. Weil ich musste ja auch schon in meinem Leben Hochdeutsch lernen, also Deutsch lernen. Ich hatte ja immer auch Schweizerdeutsch. Bis zur Schule konnte ich null Hochdeutsch. Und ja, das musste ich alles nachholen im Deutschunterricht, oder? Das war schlimm. Französisch auch konnte ich plötzlich mega gut. Französisch. Weil in der Schweiz hatte man ab der 3. Klasse Französisch. Und erst ab der 7. Klasse Englisch. Und das war schlimm. Also sehr schlimm. Und deshalb konnte ich auch nie gut Englisch, weil man in der Schule eigentlich nur ein Jahr
Englisch hatte. Ich bin ja in der 8. Klasse dann gesundheitlich halt, ja, nicht mehr so anwesend gewesen in der Schule, weil ich zu müde, zu geschwächt war. Und dann hatte ich ja angefangen, mega viel Fußball zu spielen, dann ging es ja mega viel besser. Ich war ja auch einer der ersten Videosmacher, also auf YouTube, der über Games und so, also Let's Plays, war ich zum Beispiel einer der ersten. Also ich weiß noch, dass einer, der hieß XenXY und einer hieß noch, wo ich jetzt den Namen nicht mehr genau so weiß, ein anderer, und die gingen dann unter, als Gronkh und so sehr berühmt wurden. Die gingen dann unter und hörten dann irgendwann 2013 auf. Und ja, ich habe ja dann 2011 oder 2010 die ersten Videos auf dem neuen Kanal gemacht, weil der alte ja irgendwie gehackt wurde. Es Hater gab, die ich hatte. Und seitdem hatte ich ja kaum mehr Hater. Und heute kam jemand in mein Discord-Forum und hat geschrieben, ich hätte ihn gestern in GTA Online angegriffen und hätte Wein, Wein, Wein geschrieben. Ich habe es bewiesen, dass ich gestern nicht online war und er war still. Hat mich mega gehatet. Ich weiß nicht, wieso es diesen Hate gibt überall im Online, aber gegen mich hat man mit Hate hat keine Chance. Ich habe gegen Hate nichts auszusetzen oder so. Es gibt Menschen, die das machen müssen, aber ich habe nichts dagegen. Also, weißt du, wenn ihr zurückhatet, dann kriegt ihr noch mehr auf die Fresse. Tut immer euch irgendwie stärken, tut beweisen, dass ihr nicht gehatet werdet, wenn ihr irgendwie angeschuldigt werdet, und dann seid ihr frei. Ich meine, zurückhassen oder zurückplagen hilft niemandem. Seid nett zu den Hatern. Also seid nicht so nett, aber seid irgendwie einfach nicht gerade so böse zu denen und sie werden euch in Ruhe lassen. Und der hat heute uns in Ruhe gelassen. Er versteht ja sowieso nicht, was ich schreibe. Also ja, ich kann nicht so gut Englisch zurückschreiben. Also wenn jemand Englisch schreibt, ich bin nicht so der Sprachgewandte. Der Ecky-Schlecky hat mir geholfen kurz, aber er konnte es natürlich nicht beweisen. Und als ich dann kam, online kam, ja, hatte nur noch wenig geschrieben und hat gemerkt, ja, okay, mit dem Screenshot habe ich einen Beweis, ich war gestern nicht online. Da hat mich noch privat ein bisschen gefragt, wieso jemand dich faked. Dann habe ich gesagt, in GTA Online gibt es immer wieder Hacker oder ja, Sachen, die einem faken können. Da muss er einfach durchhalten und dann hat er nichts mehr geschrieben. Okay, war er weg. Ja, manchmal gibt es halt schon Menschen, die denken, so GTA Online ist ein Spielplatz, wo jeder in Friede gelassen wird. Nein, es ist ein Spielplatz, wo jeder gehatet und die Burgen kaputt gemacht werden auf dem Spielplatz. Kennt ihr das noch? Aus die Burgen oder was ihr so gebaut habt im Spielplatz, im Sandkasten einfach kaputt gemacht wurden. Oder ihr ab der Schaukel geschlagen wurdet oder so. Also es gibt viele in der Schweiz, die werden heute immer noch Kinder, kleine Kinder, immer noch von der Schaukel geschubst oder weiß nicht, von anderen Sachen. Zum Spielplatz ist weggeschubst, weil die Eltern einfach nicht schauen. Oh, ein cooles Schwert, das schauen wir gleich an. Ich habe ein cooles Schwert gefunden. Ich hoffe, es ist gut. Okay, die Drops sind hier schon viel besser. Zwei Unix in einer Map. Wow. Oder eine Unix in einer Map. Nee, ich glaube, es waren zwei Unix in zwei Maps oder so. Also auf jeden Fall habe ich da, ja genau, noch einen. Oh, wie heißen die Items? Ich habe sie immer noch nicht nachschauen können, wie die heißen. Corrupted Items, irgendwie so etwas. Auf jeden Fall, ja, hat wirklich gute Items, die blauen, die pinken. Und die kann man ja aufwerten, wenn du die gleiche Basistype hast, wenn du zum Beispiel eine Zweihand-Axt hast, kannst du die opfern für ein Legendary Item und die sind dann, glaube ich, so hell golden oder so. Also sind richtig hell golden, sie sind gar nicht so richtig goldig. Und die sind ja dunkelgoldig, die, oder so, ja, eher braun. Das sind die Unique-Items. Legendary-Items sollten mega stark sein. Sollten so vier extra Mods haben. Also bis zu vier extra Mods haben. Entweder ein oder vier extra Mods haben. Und sollten eigentlich gleich sein wie Unique sonst. Okay, ich kann das nicht so Ding. Poison on Hit brauche ich nicht.
Und Colt dementsprechend, ja. So, läuft doch wunderbar. Also, in der Viertelstunde, die wir jetzt schon gezockt haben heute, läuft das doch wunderbar. Also, ich weiß es nicht, aber manche Leute haben irgendwie das Gefühl, Last Epoch ist nicht sehr motivierend. Für mich ist es sehr motivierend. Also, ich spiele ja immer noch. Ich spiele ja seit 1. Mai 2020 und ich bin immer noch motiviert. Natürlich bin ich nicht im Feedzocker und komme deshalb nicht so schnell vorwärts. Aber ja. Your melee skill consume up to 1312 Ward. Gain 1 melee damage. Also das ist ein Schwert, das immer stärker wird, je mehr Ward wir haben. Und das ist natürlich schon extrem stark. Und haben wir irgendwann ein Legendary Potential noch? Hier. Also das bekommt jetzt ein extra Mod über, wenn wir es zum Legendary machen. Und das könnten wir eigentlich schon bald auch machen. Wir sind wahrscheinlich genug stark für diese Time Rifts. Oder das sind die Time Rifts. Und wir müssen in einen Tempel in Akt 5 gehen. Und das könnten wir eigentlich jetzt schon ausprobieren, denke ich mal. Aber ich habe noch kein Item, das ich Legendary Potential geben kann. Weil ich viele noch nicht 1 habe. Also weder 1 noch 2. Hier habe ich eben eins mit Legendary Potential und sonst nicht. Ich mache es noch nicht. Also, da müsst ihr bei mir noch warten. Schaut euch einfach ein anderes YouTube-Video an oder auf, im offiziellen Forum seht ihr das auch in Schrift vor. Und schon wisst ihr, was ich meine, oder? Also, es ist jetzt nicht unbedingt ja, möglich bei mir, weil ich wirklich nur schlechte Items sonst bekomme. Und sonst zwar viele von diesen pinken Items opfern muss, wo ich auch nicht von jedem Ding habe, von jedem Item-Typ habe. Also zum Beispiel Armor, also zum Beispiel Brustpanzer oder Schwert oder so. Da muss ich wirklich ein einziges haben, das ich opfern kann und das auch den gleichen Typ, Item-Typ basierend ist. Also zum Beispiel ein Amulett auch oder Handschuhe oder Schuhe. Da muss ich wirklich das exakte Ausrüstungsslot-Zeugs haben im Inventar. Und das kann ich jetzt momentan nicht machen. Also ich könnte einen Tempel machen, aber ich könnte nichts verzahlen. Denke ich mal. Vielleicht ein Schild könnte ich verzahlen, aber ich glaube, ich habe kein Schild mit Legendary Potential. Eben, und den zweiten Legendary Potential habe ich noch nicht gefunden. Nur einer. Und da auch nur schlechte Unix. Da brauche ich leider noch ein bisschen länger. Ich werde jetzt mal vielleicht ein paar mehr Videos bringen von Last Epoch, gell? Nicht wundern, wieso jetzt gerade Last Epoch Videos kommen, aber ja, ich bin sowieso eher Livestreamer und ich Livestreamer halt 7-8 Stunden pro Tag und ja, da kann ich auch nicht so viele Videos bringen. Tut mir leid an alle YouTuber, aber ich bin nicht gerade so ein YouTuber, weil YouTube spinnt halt, also es verarbeitet die Videos meistens nicht richtig schnell und deshalb kann ich nicht so viele Videos bringen. So habe ich jetzt wieder Asthma. Jetzt habe ich wieder Probleme beim Reden. Ich habe halt starkes Asthma, tut mir leid. Allergisches Asthma. Und das ist das schlimmere Asthma. Das andere Anstrengungsasthma, dann strengt ihr euch einfach nicht an und dann habt ihr es auch nicht. Aber so allergisches Asthma habt ihr einfach immer wieder. Weil irgendwie gibt es immer Pollen oder so in der Luft oder Katzenhaare. Also Katzenspeichel. Irgendwo überall, wenn ihr Katzen habt. Deshalb habe ich das auch immer ständig. Aber meine Schwester mal die Katzen irgendwo verschicken, also verschenken oder so. In ein Tierheim zu bringen. Nein, ich liebe die Katzen ja auch. Ich will sie nicht weghaben. Und deshalb habe ich manchmal, also so, weiß nicht, jeden fünften Tag oder so manchmal ein bisschen Asthma. Wenn meine Katze gerade auf dem Fenstersims liegt. So, das... Die Arena war ein bisschen langweilig scheinbar, ne? Ja gut, sind einfach viele Monster gekommen und die hatten keine Chance gegen mich. Kann man ja verstehen. Ja. Schon beladen. Okay, Gold haben wir diesmal bekommen. Sehr viel Gold. Und wenn ihr sehen wollt, ich habe hier auch noch eine Kiste gemacht, wo ich alle Items reintue, die ich letztens gesehen habe. Und ich habe schon viele von diesen
diesen gefunden, von den violetten Items. So, jetzt mache ich einfach mal die Items auch hier rein, weil die ja auch noch von diesem Part sind. So. Und die anderen Sachen lasse ich jetzt noch im Inventar, weil ich ja sowieso nicht so viele Items einsammle. So, hier haben wir schon mal eine Echo-Information. Und hier ist schon zu Ende. Wir gehen jetzt mal runter und gehen zur nächsten Echo-Information, weil die sind sehr schwer. Also da die ganz großen Void-Teile, die auf den Boden slammen und dann so Ding AOE haben, die haben halt so ultra AOE, dass ich halt manchmal dann drauf gehe, weil die machen so ungefähr so 70% Schaden an mir, weil ich nicht gute Void-Resistenzen habe. Und deshalb, ja, lasse ich die lieber noch ein bisschen aus. Ich brauche keine Informationen. Aber wir haben einen Sanctum Key wieder. Also Keys habe ich schon genügend. Aber das Problem ist eher, ja, ich habe eben keine guten Lila-Items. Ja. So, am 8. kommt ja auch noch Lost Ark. Das ist ein Streaming-Projekt bei mir. Ich werde Livestream von dem. Und ja, ich mache ja mehr Last Epoch Videos, weil da werden nicht so viele zuschauen in den Livestreams von Last Epoch. Und deshalb mache ich Last Epoch hier auf YouTube und Lost Ark mache ich dann auf Twitch. Okay, die machen auch sehr viel Schaden. Also Ausweichen. Fire Resistance und Leben ist sehr gut. Ich nehme einfach diese Idole mit Resistenzen, damit ich immer wieder gewappnet bin, falls ich mal eine schlecht habe. Aber Void Resistenz habe ich noch nicht, leider. Okay, die ist sehr schwer. Also diese Geschosse sind sehr schwer. Und die Gegner sind auch ein bisschen nervig mit ihren Geschossen. Okay. Ja, aber Halbschaden ist nicht so gut, wenn du das machst, gell? Also nicht so Halbschaden machen. Okay, der ist auch tot. Gut, da hat sich nicht in die Luft gehabt. Wir müssen jetzt unbedingt zu diesen Geschossen. Wie heißen die? Targets, oder? Wie die Geschossen machen, diese Ballisten. Weil die sind sehr schnell, also die schießen sehr schnell. Also immer ausweichen, nur sieht man die Bodeneffekte nicht gut. Also ich übersehe sie manchmal. Leuchten halt nicht so stark. Oder sind überlappen mit dem Boden. Das ist ein Riesenproblem mit diesen Target-Türmen, mit diesen Geschossen. Die gehen über die ganze Map. Sie sind eher schnell als langsam. Und man sieht sie nicht, weil der Boden überlappt manchmal diese Ground-Effekte. Das ist so schlecht gemacht in Last Epoch. Also Ground-Effekte sieht man manchmal gar nicht, weil der Boden drüber ist. Und wieso kann der Entwickler nicht den Boden als Grundlage, als Boden machen, dass diese Teile manchmal nicht den Boden überlappen? Zum Beispiel die Schienen. Ja, jetzt sieht man es nicht, also jetzt ist es nicht gewesen. Aber manchmal sind so auf dem Grund Sachen einfach verdecken und dann sieht man diese Geschosse nicht. Diese, ja, Vorkennzeichnungen von, es kommt etwas runter. So, jetzt haben wir hier schon das zweite. Machen wir das gleich dann. Ah, Spike. Spire heißen sie, okay, Spire. Kann man fast nicht lesen. So, fertig. Jetzt noch die töten. Und noch eine Schildkröte. Ich mag diese Schildkröten, oder was? Das sind einfach Gegner mit einer Chest. Mit einem Panzer. Sieht aus wie eine Ding. Iron Maiden, also Eiserne Jungfrau. Sieht irgendwie aus. Das Ice Thorns. Ich glaube, das wird resettet, das nehme ich gar nicht mit. Im nächsten Patch wird Ice Thorns rausgehauen. Steht. So, hab wieder eine raue Stimme, sorry. Oh, das ist sehr gut. Ice Thorns on Hit ist sehr gut. Also das nützt ja, also das ist ja noch da. High Speed und Crit ist jetzt nicht so leicht, aber jetzt gehen wir mal hier hin. Und dann machen wir gleich die erste Mission oben. Einer von drei. Ich glaube, ich gehe nach rechts. Also. Oh Gott, ist mir übel. Hey. Jetzt ist mir richtig übel. Irgendwie weiß es nicht.
Wahrscheinlich ist es der Proteindrink, der mir jetzt gerade Übelkeit macht. Ich habe Protein zu mir genommen, weil ich momentan eher wieder abgenommen habe an Muskeln. Muss ich wieder Proteindrinks trinken. Habe jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht, ungefähr 2 Monate nicht mehr getrunken. Und jetzt habe ich plötzlich wieder, ja, das Verlangen danach, weil ich jetzt Muskelabbau habe. Ja, wenn man halt nicht so viel Sport machen kann, weil es arschkalt in der Schweiz ist, ist klar. Dann tut man halt mit den Muskeln arbeiten. Und ja, jetzt mit Protein geht's wieder und jetzt mache ich auch wieder viel mehr Sport. Aber es ist halt doof, wenn man am Morgen Sport macht, am Nachmittag Videos macht und gegen Abend ab 16 Uhr live streamt, dann hat man natürlich nicht gerade so guten Sport gemacht, weil man den ganzen Tag noch gefaulenzt hat. Also ja, schon eigentlich gefaulenzt hat am PC. Zu sitzen ist jetzt nicht gerade Sport oder so. Ist eher Mord. Naja. Aber es geht, ich bin halt immer krank, immer wieder ein bisschen Entzündungen, Magen-Darm-Entzündung und sonstige Sachen, dann nimmt man halt eher ab oder tut eher, ja, Muskeln abbauen. Das ist einfach so, oder? Man hat eine chronische Entzündung und man hat dann einfach immer wieder Probleme. Und auch das Diabetes ist halt nicht gerade so gut für die Muskeln. Ich habe immer wieder Unterzucker, eher, also tiefer Zucker als hoher Zucker, Blutzucker. Und das macht halt Probleme. Aber gut. Haben wir hier Potenzial 2? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich das nicht gesehen? Das helle Orange. Nein, 1, okay. So, auf die Schnelle sieht man diese orange-weiße Schrift davor schon im Grund eigentlich gar nicht so gut. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler nicht etwas, was auffällig ist, hintun. Also orange Hintergrund mit weißer Schrift. Das sieht man doch gar nicht. So auf die Schnelle. Keine Ahnung. Da ist der Entwickler wahrscheinlich einfach nicht erfahren genug. Weil der Entwickler ist bekannt für seine Nichtwissen, wie man entwickelt. Ich meine, dass sie immer noch auf die Unity Engine basieren. Die könnten die Engine eigentlich ganz easy wechseln, weil das ist nur ein Bausatz. Also Unity Engine ist nur ein Bausatz, ein Tool. Die können einfach wechseln zu Unreal Engine oder sonst irgendwas. Oder ja. Keine Ahnung, was für eine Engine gut ist für Hack and Slays. Aber eben, die könnten die Engine ganz leicht wechseln, können es aber nicht, haben nicht gute Techniker. Und eben, ja, die Patches sind halt zwar gut und kommen oft, aber jetzt auch nicht so mega überragend. Also gibt es halt Entwickler, die besser sind. Aber ja, Hack and Slay-Entwickler sind ja bekannt für ihr schlechte. Also, zum Beispiel Ascaron Entertainment war ja gut. Die haben ja Sacred 1 und 2 gemacht. Die haben gute Games entwickelt. Aber jetzt also zum Beispiel Titan Quest, was nach 14 Jahren immer noch mega schlecht ist. Ja, kann man nichts machen. Weil Titan Quest startet bei mir nicht mal richtig. Es lädt 25 Minuten, bis endlich mal das Hauptmenü angezeigt wird. Das liegt einfach daran, dass man halt die Online-Version hat und keine Windows 10 Kompatibilität hat. Also es muss Windows 7 Kompatibilität eingestellt werden und das kann man über Steam nicht einstellen. Und es gibt es halt nur auf Steam, glaube ich, oder beziehungsweise schon auf Epic Launcher noch. Ab dort haben wir die genau gleichen Probleme, dass man es nicht einstellen kann auf Windows 7, oder? Also Kompatibilitätsmodus Windows 7 kann man nicht einstellen. Ja gut, und jetzt fahren wir dann bald Windows 11. Jetzt geht wahrscheinlich Titan Quest gar nicht mehr. Okay, ich kann darauf verzichten, aber ist natürlich nicht so gut für meine Seele, weil ich ja ein Spieler bin, der bei Games bleibt. Sie nach 20, 30 Jahren immer noch gerne gamet. Und ich bin halt ein loyaler Gamer. Ich bin nicht so einer, der immer die neuesten Games ausprobieren muss. Jetzt zum Beispiel Lost Ark, okay. Aber das ist ja klar, das ist ein MMORPG. Hack and Slay. Das ist natürlich cool. Aber ich bin nicht jemand, der einfach jedes Spiel 10 Minuten spielt und dann nicht mehr. Ich bin einer, der wirklich, ja, jedes Spiel so ausnutzt wie möglich, so gerne spielt wie möglich, so lange spielt wie möglich vor allem. Und deshalb, ja, ich habe schon ein bisschen, ja, Negatives zu berichten von solchen Games. Aber ich spiele sie unglaublich gerne, weil sie eben auch gut sind. Und wenn ein Spiel gut ist, hat man halt mehr Kritik zu einem Spiel. Und das verstehen viele Leute nicht.
Es verstehen einfach viele Leute nicht, dass man ein Spiel, wenn man es gerne hat, einfach mehr Kritik gibt. Dann sagen sie immer, hey, hate das Spiel nicht, du bist doch Fan und so Sachen. Solche Spieler sind halt einfach nicht wissend. Die wissen es nicht. Ich meine, ein Spiel muss ja irgendwie auch kritisiert werden, damit es besser wird. Also wieso tut man nicht Spiele, die, wo ihr mehr Fans seid, mehr kritisieren? Kritik ist doch nichts Schlimmes. Eine Kritik verbessert ein Spiel. Ich habe jetzt zum Beispiel World of Warcraft relativ gerne gespielt. Aber ich habe nie gesagt, dass das Spiel wirklich wunderbar gut ist. Aus einem Grund, weil ich es liebte. Aber ich hatte halt nicht immer spielen können, weil ich kein Geld hatte für die monatlichen Abos. Ich hatte nicht mal 15 Euro zur Verfügung pro Monat. Und deshalb habe ich das Spiel jetzt auch nicht immer gespielt. Aber ich habe es nicht gehatet, solange ich nicht gespielt habe. Also gehatet, kritisiert. Und die Spieler lieben mich dafür, wegen dem. Ich war ein netter Spieler. Aber wenn ich jetzt ein Spiel jeden Tag spiele, wie Last Epoch oder Minecraft, dann habe ich auch einen Grund, das Spiel ein bisschen zu analysieren, oder? Also ich möchte ja auch das Negative sagen dann. Aber wenn ich jetzt ein Spiel jeden Tag, also wenn ich nur ein Spiel einmal pro Tag spiele, dann habe ich auch keinen Grund, es zu haten, also zu kritisieren, oder? Und so werden Spiele auch nicht gut. Und eben bei World of Warcraft, in 15 Jahren bei World of Warcraft habe ich nichts verbessert gesehen. Die Add-ons sind nicht dazu da, irgendwie Verbesserungen zu bringen, scheinbar, sondern das Spiel wird halt einfach nie besser. Es wird eher schlechter. Von Add-on zu Add-on wird World of Warcraft schlechter. Und deshalb spielen auch nicht mehr so viele World of Warcraft. Das, der Entwickler macht halt alles schlecht. Falsch. Jetzt zum Beispiel Diablo 3 wurde auch irgendwie schlechter. Als das Game neu rauskam, gab es Inferno-Schwierigkeitsgrad. Mega interessant. Dann gab es die Rifts. Mega langweilig. Dann gab es die Great Rifts. Mega langweilig. Ich meine, der Entwickler ist selber schuld, dass er Diablo 3 zerstört hat. Das sind nicht mal die Kritiker schuld daran. Nein, die Kritiker haben wenigstens versucht, das Game zu verbessern. Diablo 2 Resurrected auch. Anfang war es gut. Aber jetzt, nach zwei oder drei Patches, wurde es schlecht. Ich meine, 2.4 auf der PTR ist so gewaltig schlecht balanciert, dass alle weggehen von Diablo 2 Resurrected. Wirklich. Das Spiel hat keine Spieler mehr. Die Entwickler müssen das verstehen. Sie sollen gut entwickeln oder gar nicht entwickeln. Wenn sie nicht gut entwickeln, werden sie Spiele verlassen. Also wenn sie nicht gut entwickeln, werden die Spieler das Game verlassen. Und wenn sie nicht fleißig entwickeln, auch. Also der Entwickler muss halt noch etwas machen für die Games. Und nicht so wie EA Games jedes Jahr ein neues Game bringen oder Activision, Call of Duty und so. Jedes Jahr ein neues Call of Duty. Ist klar. Call of Duty wurde seit dem ersten Teil nicht besser. Ich glaube, der erste Teil war immer noch, oder der zweite Teil war immer noch das beste Call of Duty. Selber schuld. Also ich finde es. Ja. Ich finde, die Entwickler sind selber schuld, manchmal. Und Last Epoch, ich weiß es nicht, ob die wirklich viele Spieler noch anlocken. Also ich denke schon, aber sie bleiben nicht lange. Ich denke, 90% aller Spieler hat Level 50 nie erreicht. 100 Pro. Weil das Game ist halt schon ein bisschen hart. Ich habe jetzt auch lange gebraucht, bis ich so durchrushen kann. Also, ich bin ein guter Spieler, aber ich hatte auch lange gebraucht, bis ich wieder einen Charakter auf Level 60 hatte oder 70. Und ich hatte einen auf Level 82, glaube ich, und da ist es schon extrem schwer. Also jetzt ist es gerade noch leicht für diesen Charakter. Aber der bekommt ja gute Items dann bei Dragon, bei der Dragon Dimension, bei der anderen Dimension. Ja, auf Level 75 wahrscheinlich ist oder 80. Und die ist, glaube ich, Level 85. Kann es sein, oder 80. Es kann gerne ein Profi, der das weiß, mal mir sagen. Weil es steht nicht. Also es steht vielleicht jetzt, wenn man die Timeline auswählt, aber nicht vorher. Gut, jetzt mache ich einfach, ich grinde nochmals die alte Dimension, also die vorherige, wo wir den Boss besiegt haben, Anfangspart. Und danach ja, gehen wir in die andere Dimension im nächsten Part. Okay? Weil dort bekomme ich Unix für diesen Bild. Beim Dragon. Ich weiß nicht genau, wie es heißt.
Irgendwas mit Dragon am Schluss. Und da kann ich ja den Drachen. Den Drachen kann ich ja mega gut bekämpfen. Ich kenne seine Taktiken. Ich kann dem gut ausweichen, sozusagen. Jo. So, jetzt ist es leider ein bisschen zäh geworden. Okay, der hat noch einmal schlagen können. Aber ihr seht, wie unglaublich Ding ich bin. Squishy. Also ich habe nicht gute Resistenzen. Also machen wir mal das ohne Totems. Ohne Totems habe ich ja 24. 4 Void Resistenz. Ich glaube, bei dem kommen jetzt Void Monster. Ich habe 4 Void Resistenz. Ich finde keine Items mit Void Resistenz, die genug stark sind. Ich werde vielleicht sogar sterben hier. Nein, eigentlich bin ich jetzt relativ gut. Okay, nicht reinlaufen. Ja, seht ihr, wie viel Schaden ich bekomme? Das ist unglaublich. Das Spiel ist halt wirklich gnadenlos. Aber gut. Der Entwickler kann halt nicht balancieren. Das ist das Problem. Ich meine, Balancing ist bei der Entwicklung von einem Spiel immer das Leichteste. Da muss man nur Werte verändern. Oder? Zum Beispiel neue Skins oder zu machen sind zum Beispiel sehr schwer. Da muss man sehr viel Pixel verpixeln. Und Geschichten zu machen ist ja auch schwer. Da muss man ja ganz gut seine Geschichte erzählen. Aber Hack and Slays haben ja immer mega schlechte Story. Also ich meine, ein Dämon greift die Stadt an. Zum Beispiel bei Diablo. Ein Dämon greift die Stadt an und verwandelt sich dann in Diablo und so. Ja. Ein Gasthaus wird angegriffen und dann die ganze Stadt. Oder Tristan wurde im ersten Teil schon angegriffen, glaube ich, oder so etwas. Und dann läuft er weiter und dann, also das ist jetzt Diablo 2, oder? Läuft er weiter und dann wird er von Baal und Mephisto in Diablo verwandelt, also in die Dämonenform. Gut, das war die Story. Mehr ist keine Story in Diablo 2. Aber trotzdem haben die Spieler das gemocht, wegen dem Grinding, wegen dem Itemsuchen. Und jetzt in Last Epoch, ja, man findet Scherben, die einem in andere Dimensionen bringen, in andere Zeitzonen. Und das war's. Relief greift an, oder wie sie heißt, Relit. Und tötet die anderen, Götter, außer den Westgott. Und ja, fertig. Es ist fertig. Die Story ist fertig erzählt. Also ich habe jetzt nichts mehr hinzuzufügen. In Path of Exile auch. Oh, der Shaper greift an, also Kitawa greift an zuerst, dann greift der Shaper an, dann greift der Elder an und das ist die Story. Ich meine, man wird vertrieben, man wird ins Exil geschickt an einen Strand. Man wird nicht mal gefangen genommen. Man wird einfach ins Meer geworfen und landet an einem Strand. Schon ist die Story erzählt. Aber bei Dungeon Siege oder bei Sacred gab es eine Story, die sich über die Akte erzählt haben. Also, denkt euch einfach mal darüber nach, wie Hack and Slays schlechte Storys haben. Ist leider so. Ja. Also ich kann einfach nicht mehr erzählen. Und deshalb finde ich das halt schon ein bisschen öde. Also ich meine, es sind ja auch Games, die eine Story brauchen. Beziehungsweise, ja, okay. Viele Menschen wollen ja einfach nur Arcade haben. Also wirklich nur Items suchen. Aber so ein Game braucht halt eine coole Story. Vor allem einen coole Akte, die man halt immer wieder tausendmal durchspielen möchte. Aber zum Beispiel mit Path of Exile habe ich schon 100.000 Mal Akt 1 bis 10 gemacht. Ich möchte die Akte nicht mehr machen, weil sie so langweilig sind. Bei Last Epoch sind es jetzt einfach irgendwie so 20 Mal gewesen nur. Aber trotzdem, es ist langweilig. Ich meine, ich will halt auch Geschichte sehen, wenn sie schon Akte machen. Sonst können sie ja gleich Time Rifts machen, also bitte. Ah, manchmal bin ich halt schon enttäuscht von der Story. Ich meine, sie können ja auch ein Gothic machen, wo es eine Ultra-Story hat. Okay, da haben wir auch nicht so eine Ultra-Story, aber dennoch ist halt schon komisch, wieso Games jetzt nicht so eine Mega-Story haben können, wie zum Beispiel Filme. Ich meine, Games sind größer als Filme, da kann die Story viel mehr ausgebaut werden. Aber sag mir mal ein Game, was eine wunderbare Story hat. Es gibt kein Game, das eine wunderbare Roman-Story hat von einem Roman.
Es gibt keine gute Story. Okay, das ist ziemlich... Ja, nein, das ist Cold-Hit. So, also, wo gehen wir jetzt noch hin? Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Affix-Shirts, Relics, Gold. Also hier gibt's gerade nicht so gute. Hier drüben geht's auch nicht weit, dann gehen wir einfach nach Süden. Ich brauche sowieso Gold für extra Kistenslots. Ah, es gibt ja noch den Auftrag. Okay, nach dem mache ich noch kurz einen Auftrag. Oh, nochmals eine Arena. Okay, dann geht's ja in 10 Minuten. Yay. Das Game schickt mir einfach ganz viele Arenen. Ab jetzt gibt's nur noch Arenen in diesem Void. In diesem Void Rift. Also Timeline Rift hat. Aber ja, die Namen sind halt eh schlecht gewählt. Ja, und ihr wisst ja, was ich als gut am Game finde. Also, ich meine einfach die pure Action, die Taktik auch. Die Items sind auch ziemlich gut manchmal. Ich meine, in Pass of Exile gibt es 2-3 Items pro Charakter, die gut sind. In Last Epoch gibt es hunderte von Uniques, die gut sind für verschiedene Charakter, die man immer wieder einsammeln kann. Das Itemsystem ist eigentlich schon relativ gut. Aber es sind zu wenige Items. Vor allem auch, man findet die ersten 10 Akte halt immer nur die Anfänger-Items. Also das, ja, ich droppe mal gute Items, sollte halt ein bisschen ausbalancierter sein. Dass man halt in den Akten auch schon ziemlich gute Items finden könnte. Findet man aber nicht. Und deshalb hat man halt einfach, bis man Akt 10 oder Akt 9 abgeschlossen hat, echt schlechte Items. Ja, oder noch nicht in den Rifts war. Aber gut, die Rifts haben dafür auch gute Items, die nicht Legendary, also Unique sind. Ja. Und so langsam bin ich echt Fan von Last Epoch. Ich mag es irgendwie immer lieber. Weil ich jetzt auch Builds finde, die auch gut sind. Weil ich habe die Items halt nie gefunden für die guten Builds. Und jetzt habe ich so langsam einfach auch die Items für die guten Builds. Aber ich musste echt lange spielen. Wie viel lange spiele ich schon Last Epoch? 400 Stunden. Also es ist halt schon unglaublich, wie schwer es ist, an gute Items zu kommen. Nur gut, eben, man muss halt den ganzen Tag grinden und das mache ich nicht. Also nur ganz wenig jetzt. Seit 2-3 Tagen grind ich sehr in diesem Game. So, wir haben hier den Void Skirt. Okay, es ist Level 80, dann ist das andere Level 85 oder Level 75? Ich glaube, das andere ist Level 75. Ja. Oh, meine Katze ist endlich mal wach. Die schläft halt den ganzen Tag und in der Nacht ist sie mega fit. Oh, was ist das? Genau, da kamen diese Maten raus. So, also hoch und runter muss ich. Musste ich da mit jemandem reden noch am Anfang? Nein, weg da. Oh Gott, ich habe mich noch geheilt, obwohl ich schon geheilt wurde. Ja, jetzt. Ich muss mal kurz zurück und dann gehe ich oben durch. Ah, oben durch geht es gar nicht. Also hier ist gar kein Mensch. Ich dachte, hier wäre auch noch ein Fragezeichen gewesen. Okay, ich gehe zuerst nach oben. So. Ich laufe irgendwie so langsam. Wieso laufe ich jetzt momentan so langsam? Ich habe doch gute Boots an. Ja, die Boots sind halt nicht mehr so schnell. Was haben die? 12 Movement Speed. Okay, die muss ich zerstören. Oh Gott, die sind schnell. Also einen habe ich zerstört, okay. Am 8 Mana gehen, brauchen wir nicht. Per zurückverwandeln. Ich weiß nicht, Swarmblade bin ich überhaupt nicht der Fan. Ich habe gehört, Gift sei mega schwach, zum Beispiel um Cold, glaube ich, auch ein bisschen. Sie sind einfach zu schwach, da muss noch gebufft werden. Also Swarmblade-Form ist so zu schwach. Aber scheinbar ist die Ding-Form, die Bespring-Form doch recht stark. Die Werbär-Form ist halt immer noch am stärksten, aber sehr langsam.
Ja, sorry jetzt gerade wegen dem Kropf im Hals, Kröte im Hals. Schlimm so etwas, wenn man so krank ist wie ich. Ist echt schlimm. Ja, gut. Okay, da haben wir wieder so einen. Wieder einen. Was ist das diesmal? Eine Bartdicke. Nein, ich Bartdicke brauche ich nicht. Blind on Hit ist sowieso auch schwach. Und man findet viel zu viel kräftigen Materialien. Ich meine, ey, ich kräfte halt ja auch kaum. Ich sollte eben kräften, damit ich noch stärker werde, aber ich habe jetzt nicht mal optimale Items. Ich mache das immer erst, wenn ich optimale Items habe und ich weiterkomme. Dann kräfte ich. Und wir werden vielleicht in einem der nächsten Parts wirklich auch craften. Aber was, wenn ich schon wieder ziemlich viele Units dann habe? Trage. Ich trage einfach fast immer Units, also zwei. Sonst trage ich halt einfach immer Units. Weil ich eben zu wenig Zeit habe. Nein, Gaspi brauche ich nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder hochkommen hier. Das ist scheinbar schon schwer in diesem Monolith langsam. Oh ja. Manche Leute sagen mir, ich weiß die Namen nie oder so. Ja, ich weiß die Namen nie, weil ich die Spiele auch nie spiele. Oder nicht viel spiele. Das ist der Hauptgrund. Werde ich halt ein bisschen gehatet, aber ich bin nicht ein Vielgamer von einem Spiel. Ich spiele ungefähr 6 Games pro Tag. Und hat ziemlich viel Minecraft. Und da habe ich jetzt nicht immer so die Sachen im Kopf. Weil diese Items werden halt auch nicht beschriftet in-game. Das ist das größte Problem. Jetzt machen wir noch mehr Slow und Shock auf die Angreifer. Weil Shock macht halt, dass der Gegner mehr Schaden bekommt. Und Slow slowt sie, also verlangsamt sie. Und das ist halt schon wichtiger als zum Beispiel Stun. Weil Stun, die kommen halt auch nicht immer. Muss link ja, hoch und dann stirb endlich. Muss hier hoch und dann nach rechts. So, und diese verschiedenen Farben checke ich auch nicht. Das sind einfach große Tiers, die dann eine andere Farbe haben. Okay, hier geht es leider auch nicht durch. Nochmals eins hoch und dann rechts, oder? Ja, dieses Gebiet in Akt 6, glaube ich, ja. Kenne ich nicht so. Okay, dann gehen wir halt ganz oben durch, aber unten durch gehe ich nicht. Und da gibt es immer so starke Gegner. Also die zähen Gegner. Ja, hier oben kaum. Na, die da. Die gibt es auch hier oben. Die da, die da, die da, die da. Die da, die da, die da. Okay, die da, die da, die. Oh, die da. Ja, das waren so die um die Jahr 2000er Lieder. Ich hatte in der Schule das immer anhören müssen von den anderen Schülern. Nummer, nee, das war 2003 oder 2004, so ein mega nerviges Lied. Das hat jeder gehört. Ich meine, es ist irgendwie so, ja, osteuropäisch und ich habe nichts verstanden. Aber das war ein schlimmes Lied. Weil jede Frau, jede Freundin hat dieses Lied gesungen. Und ich wollte diese Freundin gar nicht haben, wenn sie diese Lieder singen. Weil das war halt schon so ein richtiges Pussy-Lied. Und, oh Gott, manche Leute haben einfach genervt damals mit den Liedern. Heutzutage halt auch mit den Raps und so Sachen. Nerven halt, die Leute. Aber da kann man ja nichts, ich kann nicht den Leuten etwas vorwerfen, einfach nur, dass sie nerven. Weil ich bin halt nichts, ich halte halt nichts von Raps.
Ich bin ein Heavy-Metal-Fan und kein Rap-Fan. Aber die Leute müssen halt immer zeigen, oh, wie cool Raps auch sind. Ich finde sie nicht cool. Sorry. Ich finde sie halt einfach nicht cool. Und diesen Leuten sollte man einfach ignorieren. Also, wenn sie etwas sagen, ja, einfach nichts sagen. Also, wenn sie sagen, schau dir das Video an, einfach nichts sagen. Dann hören sie auf. Die wollen halt nur Aufmerksamkeit, weil sie so arme Menschen sind, weil Rapper ja gar nie geschaut werden oder gehört werden. Ja, sind so arme Rapper. Bei Heavy Metal Leute, die sagen nie, schau dir das Video an, bitte, hör dir den Song an, ist ja nicht cool. Das sagen sie nie. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch nie gesagt, ich habe einen guten Song und ich will, dass ihr das hört, oder? Bei Heavy Metal, die brauchen auch gar nicht so viel Erfolg. Die haben Erfolg an ihren Festen. Also zum Beispiel, ja, im so Heavy Metal Festival, Barken zum Beispiel oder so. Ja. Die haben sehr viel Erfolg mit diesen Festen. Das haben Hip-Hopper halt nicht, solche Feste. Und deshalb ist Hip-Hop halt auch nicht so gut angesehen. Nein, die haben ja nie, also viele haben ja gar nicht Erfolg mit Raps. Aber mit Heavy Metal hat man scheinbar Erfolg. Also, ich meine, es gibt so viele Heavy Metal Bands, die wirklich sehr viel Ansehen haben in Deutschland. Oder auch deutsch sind. Zum Beispiel Rammstein, In Extremo, Blind Guardian, noch viele, viele andere, die haben sehr viel Erfolg. Das haben Rapper halt scheinbar irgendwie nicht. Also manche schon, aber die sind bei RTL, beim Assi TV Nummer 1. Also sagt nichts. Ja, könnt gerne ein bisschen Kritik natürlich auch geben und in den Kommentaren, wenn ihr dagegen seid. Aber ich finde irgendwie, manchmal nerven die Leute und dann rede ich ja gerne ein bisschen negativer über die Leute, wenn sie nerven. Ich meine, man muss ja nicht nerven, oder? Aber ich bin halt nicht so ein Mensch, der sich gerne nerven lässt. Wie eben auch Leute, die mich irgendwie stalken müssen oder Stream snipen müssen. Von denen halte ich einfach gar nichts. Wenn sie mich Stream snipen, dann wechsle ich einfach das Game. Dann tue ich es einfach nicht gerade spielen. Fertig. Ich gehe denen aus dem Weg. Und das solltet ihr halt auch, wenn ihr irgendwie gehatet werdet, gesnipst, sniped oder sonst irgendwas, dann ja, spielt das Game einfach kurz mal nicht. Dann seid ihr auch wieder froh über das Game oder beziehungsweise ihr werdet danach nicht gehatet. Und das ist es halt, oder? Ja. So. Ah, genau, gestern habe ich so einen Server von Goldfeak Rollerplay gesehen. Ich werde vielleicht mitmachen, aber ich möchte halt nicht so mega reden. Vor allem so nicht so mittelalterlich reden. Ich weiß nicht, ob ich es nutzen werde. Aber ich kann ja mal versuchen, da ein paar Videos zu machen oder eher Livestream. Ist halt eher ein Livestream-Projekt. Ich glaube, das nehme ich mit. So Lightning ist halt auch sehr stark. Also einer der Builds, die ich machen möchte, ist ein Lightning. Wie heißt das Skill? Wie heißt das Skill? Tempest Strike, ja. Und dann hier auf diesen Toten 41 Chance bei Mana Spend Cast Lightning. Und es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man einen Thorntoten platziert. Werde ich vielleicht auch nutzen. Dann muss ich auf Thorntotems auch setzen. Ja, werde ich machen. So ein Bild, also halb Lightning Strike und halb Thorntoten. Vielleicht auf Gift, aber da hat es bei Lightning Strike, bei Lightning Tentacles, wie heißt es? Tempest Strike hat es keinen. Also, da hat es diese Totems, aber es gibt kein Gift, es gibt nur Elementarsachen und Physical. Also, Blitz gibt's, Eis gibt's und Physical gibt's, also physischer Angriff. Und ich weiß nicht, wie ich den Scheme nicht machen soll. Also, Idole wäre vielleicht das nächste, das ich mache. Nein, ich werde jetzt mal diesen Timeline verlassen und dann einfach den anderen Timeline nochmals grinden. Gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder oder einfach im Livestream später. Und
Und sonst, ja, dürft ihr gerne auf meinen Discord-Server gehen und mich irgendwie etwas fragen oder wünschen, was ich tun soll. Bis dann. Tschüss.